Hallo und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Kaum haben wir sie hinter uns, die Grippewelle, soll es wieder Experimente mit Superviren für die nächste Welle geben. Wissenschaftler haben die vor einem Jahr gestoppten Versuche mit hochgefährlichen Varianten des Vogelgrippevirus im Februar wieder aufgenommen. Bei den umstrittenen Experimenten hatten Forscher in einem Labor am Erasmus Medical Center in Rotterdam Teile des Schweinegrippe-Keims mit dem Erbgut des Vogelgrippevirus kombiniert und so einen hochgefährlichen Erreger gezüchtet. Die Wissenschaftler hatten dazu Frettchen so oft mit dem Virus infiziert, bis der Erreger von allein fähig war, gesunde Tiere in anderen Käfigen zu infizieren, und zwar nur über die Tröpfcheninfektion durch die Luft. Nach Meinung von Experten ist dieses Virus in der Lage, eine Pandemie mit vielen Millionen Toten auszulösen. Wegen der berechtigten Angst, dass der Erreger in falsche Hände gelangen und daraus ein Bioterrorismus entstehen könnte, wurde das Experiment für ein Jahr auf Eis gelegt. Nun sagt einer der bekanntesten amerikanischen Immunbiologen, Anthony Fauci: Das wurde damals alles sehr stark überbewertet. Die Auszeit habe geholfen, alle zu beruhigen. Beruhigen uns solche Aussagen wirklich? Oder drängt sich uns nicht unweigerlich die Frage auf, was für tatsächliche Absichten dahinter stecken, wenn zuerst gefährliche Killerviren gezüchtet werden, um anschließend die Menschheit angeblich zu ihrem Schutz dagegen impfen zu können? Haben auch Sie etwas Derartiges bereits gehört? Dann verfassen Sie doch eine kurze und aussagekräftige Klage, die Sie uns zuschicken können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.